So, hallo ihr lieben Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Cosmic Talk, diesmal mit der Vorausschau für den November. Und natürlich begrüße ich ganz besonders an meiner Seite wieder Annabelle. Hallo Annabelle. Herzlich willkommen, hallo Marie, freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Wir haben heute noch ein weiteres Bild im Bild, was ihr sehen könnt, wenn ihr unsere Videos auf YouTube auch immer mit anschaut. Das ist unsere Marketing-Expertin, die auch uns zurzeit zuhört, damit sie so auch euch kleine Impulse geben kann, Annabels Wissen so ein bisschen aufgreifen kann und diese Impulse dann in die Social-Media-Kanäle spülen kann, damit ihr auch auf allen Ebenen von Annabels Wissen profitieren könnt. Kleiner Tipp auch dazu, besucht Annabelle auch unbedingt auf Instagram. Ich verlinke euch in den Shownotes auch nochmal den Zugang. Da bekommt ihr nämlich ganz viele schöne kleine Impulse, die euch auch nochmal durch den Monat begleiten können. Und ihr erfahrt natürlich als allererstes von geplanten Seminaren, von Buchnews. Ich darf gar nicht viel verraten, ja, aber von allem, was so kommen kann, erfahrt ihr auch auf Annabels Instagram-Kanal immer als allererstes. So, das war die kleine Vorrede. Annabelle, lass uns gerne direkt in den November reinstarten, nachdem wir so einen richtig schönen goldenen Oktober mit ganz schönen, mit den Themen wie Fülle und Vernetzung hatten und ja auch einem krönenden Abschluss mit der letzten Oktoberwoche, die ja auch mit Halloween am 31.10. Endet, wo du ja letztes Mal schon das Ahnenthema mit eingebracht hast, wo er die Luft zwischen den Welten, die Grenze zwischen den Welten so etwas dünner wird. Jetzt bin ich schon sehr gespannt, was erwartet uns im November? Ja, der November ist eben ein wunderbarer Monat, kann man sagen. Es ist ein Monat mit Tiefgang, wo wir sozusagen trotzdem gut im Fluss bleiben können. Und das ist eigentlich immer eine sehr schöne Kombination, weil das Leben ist nun mal Entwicklung. Alles ist Entwicklung in der Natur, alles ist zyklisch und nur wir denken manchmal die Dinge bleiben wie immer und ewig, wie sie sind, um dann festzustellen, dass wir irgendwann an einem Punkt sind, wo es sich überhaupt nicht mehr gut anfühlt. Also der November ist eben ein Monat, wo die Dinge im Fluss sind, aber in einem guten Fluss. Also wir haben den Neumond am 13. November in Skorpion. Und das bedeutet, dass wir hier einen Impuls bekommen, wie die Dinge ja, dass Dinge sich gerne zeigen wollen, die wieder angepasst gehören. Dass es vielleicht wieder eine Anpassung, eine kleine Transformation, dass es derer bedarf. Denn wir kommen ja im November aus dieser Fülle und aus dem Stier und aus der Waage auch so ein bisschen aus einer gemütlichen, vielleicht sogar bräsigen Energie. Und das ist etwas, was der Skorpion gar nicht so gut aushalten kann. Der möchte gerne, dass es nicht zu gemütlich ist, sondern dass die wirklich wichtigen Dinge auch sichtbar werden. Dass wir sie eben nicht vor lauter Genuss und Lebensfreude irgendwie vergessen. Und nachdem aber der Skorpion im Neumond ist, ist es mehr wie so ein Erinnern. Es ist ein inneres Aufscheinen mit einer Frage, was darf mir sichtbar werden? Was braucht mein Hinschauen? Was braucht einen neuen Akzent, damit Entwicklung und Wachstum einfach organisch weiterfließen können? Und ich glaube, da lohnt es sich dann auch immer so ein bisschen zu gucken, was piekt mich gerade oder wer piekt mich gerade und was will mir daran sichtbar werden? Das sind ja oft Dinge, die wir dann selber gut integrieren können, ein Wissen, eine Möglichkeit, die unser Leben wieder ganzheitlicher macht. Und insofern finde ich, dass es eigentlich eine wunderbare Mischung ist aus diesem Füllhorn und der vielleicht zu großen Gemütlichkeit, wieder einen kleinen Impuls der Bewegung, des Wassers, des Fließenlassens und des Lösens und sich dem einfach hinzugeben. Und wenn wir da auch im Vertrauen bleiben, dann ist das auch eigentlich sogar eine sehr gute, ein sehr gutes Gefühl, weil wir spüren, wir leben und die Dinge sind im Fluss, in uns und um uns herum. Das hat ja dieser Skorpion, wie du auch gerade gesagt hast, mit dem, was piekst mich, da muss ich direkt an den Skorpionsstachel denken.
Der hat ja auch diese Themen Weiterentwicklung, Hinschauen, in die Tiefe gehen. Ja. Also das sind schon so die Themen, die am Anfang im November für uns relevant sind. Und auch Verborgenes sichtbar zu machen. Also der Skorpion ist auch immer wie so ein inneres Schatzkästchen, was sich öffnen darf und was sich uns eben auch, was uns dann wie ein Potenzial auch sichtbar macht. Also Licht wirft in einen dunklen Bereich, der uns vielleicht gar nicht so, ja, bekannt ist, aber damit die große Chance, auch die Fülle und das Potenzial unseres Seins zu erwecken, damit das eben geborgen werden kann, ins Licht kommt und leben darf, aktiviert werden kann. Aber wie du vorhin gesagt hast, alles auch gewissermaßen in einem guten Fluss. Also jetzt nicht Krawum und Drama, Überhaupt nicht. sondern in einem in einer organischen Bewegung. In einer organischen Bewegung und zwar auch deswegen, weil wir ja den Neumond im Skorpion haben, also diese innere Kraft, nicht die äußere. Und auch dieser Neumond eingerahmt ist zwischen einem Vollmond, der im Stier lag, und einem Vollmond im November, der vom Stier in den Zwilling, in die Zwillinge übergeht. Das bedeutet also, diese Kraft des Skorpions ist eigentlich sehr schön eingeschmeichelt und gehalten. Und wenn wir uns jetzt den Vollmond eben angucken am 27. November, dann geht der vom Stier, also noch von der inneren Kraft oder der Gemütlichkeit in den Zwilling hinein. Das bedeutet, es öffnet sich langsam der Luft und es darf Inspiration entstehen. Also zu der Bewegung des Skorpion kommt jetzt die Öffnung der Luft, der Freiraum, die neuen Gedanken, neue Möglichkeit, aber auch Kommunikation. Denn der Zwilling ist ja auch etwas, was uns in der Kommunikation mit uns selbst, aber auch mit anderen unterstützt. Also kann man auch schauen, was tritt von außen an mich heran? Was erzählen mir andere? Wo kommen diese Impulse auch von außen, die mir Inspiration und Entwicklung geben? Denn der Zwilling steht ja auch für das Thema Lernen und Wachsen. Das heißt aber, der Zwilling könnte uns auch damit oder dabei unterstützen, wenn wir jetzt beim Neumond vielleicht Sachen wieder über uns erkannt haben, in eine Entwicklung gegangen sind, das dann auch zu kommunizieren, darüber auch ins Gespräch mit unserer Umwelt zu gehen. Absolut. Also ich denke, das ist sogar eine sehr schöne Chance, weil damit müssen wir nicht immer alles nur aus dem eigenen Innern schöpfen und selbst auf die Idee kommen, sondern wir können uns inspirieren lassen und von außen die Impulse aufnehmen. Jetzt ist der November ja so ein bisschen eigentlich ein grauer Monat. Ich bin sicher, mit einem Meditationsimpuls von dir kommt da vielleicht ein bisschen Licht und Farbe rein. Ja, also es geht eben auch um dieses innere Licht. Also insgesamt natürlich, wir gehen dann schon auch langsam Richtung Rauhnächte und Wintersonnenwende. Ich glaube, es ist, der November ist eine sehr gute Zeit, nach dem inneren Licht zu gucken. In unseren Breitengraden beginnt ja auch der Advent. Das bedeutet also die Ankunft des Lichtes. Auch die Wintersonnenwende ist letztendlich dieser Wechsel, wo das Licht dann wieder zurückkommen darf. Also der November ist eine sehr schöne Zeit, wenn es draußen neblig und grau und windig ist, die inneren Lichter, die inneren, ja, das innere Licht zu pflegen und zu kultivieren. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in eine Meditation gehen würden innerhalb dieser Zeit, dann können wir entweder eine Meditation nutzen zu dem eigenen inneren Licht. Was stärkt mein inneres Licht? Was gibt mir inneres Licht? Und das Bild für dieses innere Licht ist auch immer etwas, was mit einer Aufrichtekraft zu tun hat. Wenn einem das mit dem Licht zu abstrakt ist in der Meditation, dann können wir auch eine Baummeditation machen, also wir als Baum, unsere Wurzeln, unser Stamm und unsere Krone. Ja, weil man kann sagen, wir haben auch von den Kräften in diesem Monat alles mit dabei. Der Stier, der für den Stamm steht, die Wurzeln, das ist auch der Skorpion, das Wasser, die Vergangenheit und die Krone ist sozusagen die Luft, das Zwilling und das Licht und die Weite.
Also mal zu meditieren, zu den Wurzeln der Vergangenheit, zu der Kraft im Hier und Jetzt, das ist der Stamm, und zu dem Wachstum, das ist die Krone. Ist ja auch ein sehr schöner Impuls. So, ich meine, das Jahr neigt sich ja Ende November dann auch dem Ende zu, wo ja auch oft so ein bisschen Reflexion schön ist, die im Advent meistens viel zu kurz kommt. Also Ja, deswegen das finde ich es stimmt. sehr schön, dass du jetzt einen Impuls gibst, das vielleicht schon mal Ende November Ja. so zusammenfassend sich anzuschauen. Weil, wie gesagt, ich nehme mir immer vor, im Dezember achtsam und wie auch immer mit mir im Frieden und in der Ruhe zu sein, in der Stille zu sein. Und eigentlich ist der Dezember immer der trubeligste Monat bei mir im Jahr. Ja. Deswegen ein sehr schöner Impuls, das jetzt vielleicht schon Ende November auch mit der, ja, mit der Kraft der Sterne und mit der Kraft des Mondes zu machen. Unbedingt, weil es ist ja all das, was wir tun wollen, will ja auch vorbereitet sein innerlich. Und so kann man dann den Dezember natürlich nutzen, um sozusagen die Dinge auch in die Aktivität und Umsetzung zu bringen. Aber die innere Vorbereitung in Stille ist eigentlich etwas, was für den November ganz wunderbar wäre. Annabelle, wir hatten ein so tolles, zahlreiches Feedback bezüglich der Ahnenbänder, der Ahnenbändchen, die du ja im Cosmic Talk für Oktober vorgestellt und angeboten hattest. Da haben wir ganz tolles Feedback bekommen. Also vielen Dank auch an euch alle da draußen. Wir haben ja, ich möchte noch mal zum Anfang des Monats ganz kurz springen. Wir haben ja auch Allerheiligen am 1.11. Jetzt haben, wie kann man mit den Ahnenbändchen durch den November gehen oder ist es dann schon vorbei, die Zeit? Nein, diese Bändchen sind ja sozusagen lange Zeit aktiv und begleiten uns einfach in unserer Verbindung zu den Ahnen, dass wir ihre Kraft und Liebe spüren, aber auch, dass wir ihr Wissen empfangen können. Und das ist auch etwas, was natürlich im Dezember, im November uns unterstützt für dieses innere Licht, für diese innere Wärme. Das, was uns Kraft gibt, ist eben etwas, was aus diesen Ebenen kommt. Also aus dem, ich will mal sagen, aus den geistigen Welten. Und insofern begleiten uns diese Ahnenbänder intensiv durch den gesamten November und haben die Kraft, einfach für uns auch diese Welten verbunden zu halten. Denn unser inneres Licht wird sehr stark auch genährt, natürlich von der geistigen Welt, durch unsere eigene geistige Essenz. Wunderschön, wie sich da auch wieder ein Zyklus ergibt, von Ende Oktober bis Ende November, ne? Ja, Ja, so toll. ja. Annabelle, hast du auch noch eine kleine Information für uns? Ich frage schon immer so vorsichtig, ich weiß, da gibt Ja, es. also hat sich ja irgendwie so eingespielt, dass Ja. fast immer jetzt auch eine Weisung kommt. Ich weiß nicht, ob es immer so sein wird, aber zumindest auch für den November. Und das ist diesmal besonders interessant für mich, denn es geht um die Schildkröte. Und die Schildkröte ist jetzt sozusagen ein Tierkreiszeichen, Ja. was gar nicht so klassisch mit unseren klassischen griechischen matcht, aber mit dem Krebs verbunden ist. Aber man könnte sagen, es ist ein altes Sternzeichen, was vor allen Dingen im alten Ägypten eine ganz besonders große Bedeutung und Kraft hatte, fast gleichzusetzen mit unserem Krebs. Aber wie durch den Krebs atmet sozusagen dieses alte Wissen durch. Und die Schildkröte, die stand im alten Ägypten, Abschetui nannten die alten Ägypter sie, verbunden mit dem Wissen der Nut, der Mutter des Universums. Diese Schildkröte steht für das Thema Zyklus und Wiedergeburt, Dinge ganz zu machen, aber auch die Geburt einer neuen Welt. Und so bekommen wir eine Botschaft von der Schildkröte und ich verlese. In unserem Fluss des Lebens mittendrin sind wir geborgen. Wir schwimmen entlang des eigenen Lebensfadens, der uns weiter führt und zieht. Bleib im Vertrauen und folge deiner Sehnsucht, dann bist du geschützt.
auch eine sehr schöne und sehr mächtige Message. Aber Ja. auch oft eine Herausforderung, finde ich, gell? In sich selber den Schutz zu finden, den man oft im Außen sucht, oder die Antworten zu finden in sich selbst, die man so oft im Außen sucht. Ja, ich glaube, es geht um dieses Vertrauen, dass wenn wir einfach im Vertrauen sind mit unserem Leben und im Fluss des Lebens stehen, dass wir, weil wir im Vertrauen sind, einfach mitschwimmen. Und damit ummantelt uns letztendlich der Fluss des Lebens. Wir verkanten nicht, wir versuchen nicht anzulanden oder die Dinge selber in die Hand zu nehmen, sondern wir sind eben geborgen wie eine Schildkröte im großen Ozean. Und der große Ozean ist sozusagen wie die große Mutter, das Universum. Und dieser Weg, den wir wie als Schildkröte in diesem großen Ozean begehen, ist eigentlich der Weg unseres Lebens. Das ist nicht das Ziel, sondern das Sein im Vertrauen, im Geborgensein des großen Ganzens. So habe ich das irgendwie wie herausgespürt. Ich finde es gerade deswegen so schön, weil das ja auch so ein bisschen das ist, was wir mit diesem Podcast gerne wollen, dass wir dadurch, dass du uns die Impulse gibst, was gerade außen in den Sternen, in der Energie passiert, dass wir besser uns dem Fluss des Lebens hingeben können, anstatt dagegen quasi anzukämpfen. Und da muss ich jetzt gerade auch an diese Schildkröten denken, die ja immer die Wellen nutzen und dann wie so kleine Surfer sich mit möglichst wenig Kraftaufwand bringen lassen vom Leben, ja, oder Ja, vom Ozean natürlich, ne? genau so ist es. Und ich glaube, das ist auch ein inneres Bild, was wir für uns gut nutzen können, weil man dann auch spürt mal auch an so einem Tag, Mensch, bin ich eigentlich, stecke ich ganz gut mittendrin in meinem eigenen Leben oder wo verkantet es gerade? Dann kann man wieder ein Stückchen loslassen, abgeben, sich hingeben. Das ist auch, ja, so etwas, wo wir immer bewusster werden können, auch für uns selbst, wie wir mit den Dingen umgehen. Ich werde auf jeden Fall die Nachricht der Schildkröte auch in die Shownotes packen, damit alle, die sich das jetzt angehört oder angeschaut haben, auch nochmal sich das in Ruhe zu Gemüte führen können. Ich finde immer, diese Messages, die du für uns empfängst, sind sehr vielseitig und auch ich schaue mir die Nachrichten öfters an und entdecke immer noch einen neuen Aspekt oder auch je nach Tagesform merke ich, jetzt spricht mich ein ganz anderer Punkt an. Ja, ich habe ja auch dieses spirituelle Abonnement, wo ich für die Leute arbeite und da kommen auch immer wieder Weisungen rein und ich schreibe die auch alle auf und ich kriege da auch so viele Rückmeldungen, dass es die Leute oft so stärkt. Und ich habe schon überlegt, ob ich die vielleicht irgendwann alle mal sammle und einfach herausgebe, weil das so, ja, universelle Weisheiten sind, die die spirituelle Welt gibt, die uns eben einfach gut durchs Leben begleiten können. Und wir immer wieder etwas finden, was passend ist zwischen der Weisung und unserer persönlichen Situation. Und was dann immer auch sehr stärkend ist. Also es passt und indem es passt, stärkt es und richtet einen auch wieder auf, was für mich den Kreis schließt zu dem inneren Licht im November. Sehr schön. Liebe Also, ich Annabelle, denke, vielen wir haben Dank. das wunderbar rund gemacht. Sehr gerne. Und ich wünsche euch einfach eine ganz wundervolle Zeit im November. Und ich finde, es ist die beste Zeit, um in die Sterne zu gucken, weil es ist früh dunkel, die Sterne leuchten und glitzern. Und wir spüren, sie sind uns nahe. Sie sind uns immer nahe. Aber ich finde in dieser Winterzeit eben besonders. Vielen Dank, Annabelle, und vielen Dank auch an euch alle. Wir freuen uns, euch für den Cosmic Talk im Dezember wiederzuhören. Und bis dahin wünsche ich euch auch eine wunderbare Zeit. Die Sterne sind immer mit euch. Danke euch allen und alles Liebe und ich freue mich auf euch im Dezember.